Jo, meine Freunde, willkommen bei einer neuen Sendung. Ich bin jetzt hier gerade unterwegs, wieder mal in Nürnberg, auf dem Weg zu Chris Gref. Der hat sich nämlich heute Nacht irgendwie die komplette Nacht dran gemacht und ganz neue Songs geschrieben. Und das schauen wir uns gleich mal an. Aber vorher dachte ich mir, wir machen so eine ganz kleine Clean-Up-Tour, weil ich jetzt immer, wenn ich unterwegs bin, einfach mal eine Tüte mit habe und mindestens eine Tüte am Tag sammeln möchte. Unsere Tüte ausgepackt, einen Handschuh und schon kann es losgehen. Eine kleine Tüte für die Wilhelm-Spätstraße. Muss mal schauen, vielleicht überlegen wir uns mal einen Hashtag. Eine Tüte am Tag oder so. Da ist der Chris schon. Und wir schauen uns jetzt mal kurz an, was der Chris genau gemacht hat. Voll durchgedrückt. Weißt du, und dann die ganze Zeit auf meinem Sofa und dann die Nachbarn halt so. Darf ich so laut? Dann hab ich die E-Gitarre genommen, weil du hörst ja nicht so krass. Ja, Chris, zeigst du uns ein bisschen was? Was läuft? Hast du noch das geschrieben? Na gut, dann gebe ich mir mal schnell Mühe, soweit es noch geht heute. Ich glaub dir nicht mehr, was du sagst. Sag sie zu mir. Wo ist der mir mal so sehr gefiel? Ich seh ihn nicht in dir. Ich sag dir tausendmal, es tut mir leid. Werd es nie wieder tun, selbst wenn ich's nicht begreif. Egal wie sehr sie mich zerreißt, solange sie bleibt. So, meine Freunde, wir sind jetzt hier auf dem Weg zum neuen Museum und da habe ich mich heute mit der Christine verabredet. So, meine Freunde, wir sind jetzt gerade im neuen Museum angekommen. Jetzt gerade sind wir bei der Ausstellung von Böhler und Ohrendt. Christine, sag mal, wie kam es zu der Idee mit deinem Kanal und was verfolgst du mit deinem Kanal so? Ich muss jetzt erstmal lachen, weil ich Alex irgendwie in die Augen geschaut habe und ja, ihr fragt euch jetzt auch überhaupt vielleicht auch, wer ist sie und warum kennen die sich überhaupt und vielleicht erzähle ich euch einfach mal ganz kurz, wo wir uns eigentlich kennen und das kommt daher, dass Katja, vielleicht siehst du diesen Film, mich irgendwann gefragt hat, du sag mal, kennst du vielleicht irgendjemand, der sich nackt fotografieren lassen würde? Und ich habe dann rumgefragt und habe natürlich niemand gefunden, bin aber dann jemanden dann gestoßen, der Alex kannte. Und er sagte, ich kenne jemanden, der das vielleicht machen wird und ja,
Irgend so ein Alex hat sich gemeldet und der sich das vielleicht vorstellen könnte und der hätte jetzt auch Zeit. Und naja, dann dachte ich mir, gut, dann frage ich doch mal Katja, ob sie vielleicht auch Zeit hat. Und wir haben uns dann wirklich getroffen. Wenn ihr da gerne ein bisschen was sehen möchtet, schaut einfach mal bei Insta auf Goldman-Blog. Genau. Verlinke ich alles unten. Ja, das war unsere erste Begegnung und das ist jetzt auch schon September gewesen. Und jetzt, wir haben uns vor kurzem mal wieder gesehen und ich bin Alex total dankbar, weil er hat mir geholfen. Er hat mir mal meinen ersten Videodreh, den ich bei YouTube mal einigermaßen professionell irgendwie hochgeladen habe. Ja, da war er beteiligt. Das heißt, liegt an mir, genau, wenn ihr es mal anschauen möchtet. Und ja, und das ist jetzt eigentlich der Bogen auch zu Goldmond Poetry. Ich mache eigentlich schon seit 2007 bei Radio Z Lyrik und habe aber eigentlich noch nie was live gemacht. Und damit begann ich jetzt letztes Jahr. Ich hatte so meine ersten Live-Auftritte gehabt beim Radio Z-Fest und bei der Weinerei, vom Staatstheater. Mir unheimlich viel Spaß gemacht und das ist jetzt vielleicht auf der Bogen gewesen, dass ich gesagt habe, es wäre auch ganz interessant, vielleicht grundsätzlich Poetry zu machen. Also nicht nur bei irgendwelchen Veranstaltungen, wo man vielleicht mal dazu gebeten werden darf, sondern einfach hier, hier zum Beispiel hier im Neuen Museum. Es gibt so viele wunderbare Plätze und also ich habe wirklich total Lust drauf und schaut einfach mal rein, vielleicht gefällt es euch. Ich verlinke das Ganze natürlich oben rechts wieder. Und wir haben jetzt schon vorhin, wie ihr gesehen habt, den Affen mitgenommen. Hier in diese coole Retro-Disco-Lounge. Was ist noch angesagt? Wartet mal ab. Okay, nächster Spot. Stock. Hier gerade im letzten Raum. Die Ausstellung heißt As Far As Possible, ist von Rosemarie Trocke. Ganz interessant. Hier ist so eine Keramikinstallation. Eine Palme. Ein Bild. Und hier Vögel.
meine Freunde, ich bin jetzt hier gerade noch im Machhörndl gewesen. Der Chris macht ja immer so richtig guten Kaffee. Müssen wir auf seinem Kanal vorbeischauen. Da bereitet er den auch vor der Kamera immer richtig schön zu. Und ja, hat mich beauftragt, mal Kaffee für ihn zu holen vom Machhörndl. Da gibt es auch immer richtig, richtig coolen Kaffee. Jetzt machen wir uns mal auf den Weg zum Chris. Und ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Schaut vielleicht auch mal bei Goldmund auf dem Kanal vorbei. Ich verlinke das Ganze oben rechts. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch noch eine gute Zeit. Macht's gut.